Shalom zusammen. Es gibt viele schöne, spannende und dramatische Geschichten in der Bibel, die viele Menschen auf der ganzen Welt begeistern, vor allem deswegen, weil diese Geschichten im Gegensatz zu den meisten Hollywood-Filmen wahr sind. Die Hauptrolle in der Bibel spielt der himmlische Vater, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in die Welt sandte, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ewige Leben ist also nichts, was wir verdient haben oder was wir uns durch unsere Werke verdienen könnten, weil es ein Geschenk Gottes ist, das wir nur dann bekommen, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus und an das Evangelium glauben. Bevor Jesus das Werk am Kreuz vollbrachte, wurde Jesus zunächst zu Pilatus gebracht. In Matthäus 27 heißt es ab Vers 11: Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Die Menschen draußen spotteten zu jener Zeit über Jesus, beleidigten ihn und wollten ihn lieber tot als lebendig sehen. Doch Jesus reagierte nicht darauf. Auch Pilatus gab er keine Antwort auf seine Frage, weil Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen ist und dass er den Willen seines Vaters im Himmel tun würde. Damit erfüllte Jesus eine Prophezeiung aus Jesaja 53, Vers 7, wo über den Messias Folgendes prophezeit wurde: Er, der Messias, wurde misshandelt, aber beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Daran sollten auch wir uns alle ein Beispiel nehmen. Auch wir sollten auf Beleidigungen nicht mit zornigen Worten reagieren, sondern versuchen, diese Beleidigungen zu ertragen, so wie es unser Vorbild Jesus Christus getan hat. Es mag leichter sein, den Spott von Feinden zu ertragen, als verletzende Worte von Menschen, die man liebt, doch Jesus bat sogar um Vergebung für die Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, weil sie nicht wussten, was sie taten. Auch wir wissen manchmal nicht, was wir tun oder sagen, weswegen Gott auch uns vergeben wird. Es ist nicht die Zeit, die alle Wunden heilt, wie man heute sagt, denn unsere Wunden werden geheilt durch die Liebe und Gnade des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Schauen wir mal, wie es in Matthäus 27 weiterging. So heißt es ab Vers 15: Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Hier haben wir also zwei Personen, die zur Auswahl standen, um freigelassen zu werden. Auf der einen Seite Barabbas, einen sündigen Straftäter, der laut römischem Gesetz die Todesstrafe verdient hätte, und auf der anderen Seite den sündenlosen Sohn Gottes, Jesus Christus, der taube Menschen hörend machte, blinden Menschen ihr Augenlicht wiedergab und die Toten zum Leben erweckte. Doch wir wissen ja, wen die Volksmenge wählte, nämlich Barabbas. So heißt es ab Vers 20 weiter: Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von diesen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie sprachen: Den Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn! Alle diese Menschen, die Jesus am Kreuz sehen wollten, wussten nicht, was sie sagten, weil sie nicht wussten, dass Jesus ihr König war, der König der Juden, der König Israels, der König der Könige. Pilatus dachte, dass er die Vollmacht hätte, über Leben und Tod von Jesus zu entscheiden, doch dem war nicht so. Es war die Liebe des himmlischen Vaters. Denn es war sein Wille, seinen Sohn für uns zu opfern, so wie es der Wille von Jesus war, sich für uns opfern zu lassen. In Johannes 19 heißt es ab Vers 10: Da spricht Pilatus zu ihm, nämlich zu Jesus: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen, und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus aber antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Pilatus hat Jesus aber nicht kreuzigen lassen, damit Jesus sein Werk am Kreuz vollenden kann,
sondern weil er seine eigene Haut retten und seine Machtposition nicht verlieren wollte, die er allerdings nicht vom römischen Kaiser bekam, sondern vom Vater im Himmel. Doch was bringt es, wenn jemand die ganze Welt gewinnt, aber das ewige Leben verliert? Der Reichtum dieser Welt ist wertlos im Reich Gottes, weil wir dort himmlische Schätze haben werden, nämlich geistige Schätze wie Liebe, Treue und Barmherzigkeit. Der Leib vergeht auf dieser Welt früher oder später, doch der Geist, der in uns ist, wird ewig leben im Königreich des allmächtigen Gottes. In Matthäus 27 heißt es ab Vers 24 weiter: Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Wie recht sie doch hatten. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Jesus stand schweigend da und sah, wie das Volk Barabbas bekam, weil er genau wusste, dass es der Wille seines Vaters im Himmel war und dass er sein Kreuz nach Golgatha tragen muss, um auch für jene zu sterben, die ihn abgelehnt und verspottet haben. Der himmlische Vater ließ zu, dass man Jesus so behandelt, wie es Barabbas verdient hätte, weil die Kreuzigung von Barabbas nicht das vollbringen könnte, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Barabbas dachte, es seien die schreienden Menschen gewesen, denen er seine Freilassung zu verdanken hat, doch in Wirklichkeit war es die Liebe und Gnade des himmlischen Vaters, der zuließ, dass man Barabbas so behandelt hat, wie es Jesus verdient hätte, und dass man Jesus so behandelt hat, wie es Barabbas verdient hätte. Wenn wir uns die Geschichte von Barabbas anschauen, dann erkennen wir, wer Barabbas wirklich war. Du bist Barabbas. Ich bin Barabbas. Wir sind Barabbas. Wir alle haben den Tod verdient, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Sünder sind wir alle, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Nur der Glaube an ihn und an sein Werk am Kreuz kann aus Menschen wie Barabbas einen Nachfolger des Messias machen. Wenn die Menschen dieser Welt uns verspotten und beleidigen, dann denken wir daran, dass wir Bürger eines Königreiches sind, das nicht von dieser Welt ist, so wie Jesus nicht von dieser Welt war, aber in diese Welt kam, um für die Menschen dieser Welt zu sterben, damit auch sie einen Platz in der zukünftigen Welt haben. In Jesaja 53 ab Vers 4 heißt es über den Messias: Fürwahr, er, der Messias, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Die Schafe, die in die Irre gegangen sind, haben sich verlaufen und wissen nicht mehr, wo sie sind. Doch Jesus bringt uns wieder in die richtige Spur und zeigt uns den Weg zu seinem Vater, weil niemand zum Vater kommt, außer allein durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er hat sich selbst erniedrigt, weswegen Gott ihn erhöht hat, und wenn wir uns nicht erhöhen wie die Pharisäer, sondern erniedrigen wie die Apostel, dann werden auch wir von Gott erhöht werden und mit Jesus Christus herrschen. Wenn wir das Leid dieser Welt ertragen, Beleidigungen schweigend hinnehmen und Jesus nachfolgen wie ein Schaf, das seinem Hirten folgt, dann führt uns dieser Weg direkt in die Arme unseres Herrn. Jesus sagt in Johannes 15 ab Vers 12: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Doch der Hass vieler Menschen dieser Welt ist nichts im Gegensatz zur Liebe, die in Jesus Christus ist. Und so wie damals die Menschen Barabbas statt Jesus wählten, so werden in der Endzeit auch viele Menschen den Antichristen wählen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben,
durch die sie hätten gerettet werden können, nämlich die Liebe zum Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Möge Gott uns die Kraft geben, ihm gehorsam zu sein, möge Gott uns helfen, den Glauben zu bewahren und möge Gott uns Mut geben, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, nämlich die Worte unseres Herrn, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, den Shalom des allmächtigen Gottes, dem wir verdanken, dass wir hier sind und dem wir verdanken, dass wir bald bei ihm sein dürfen. Amen.